Herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019. Letztes Mal haben wir Regensburg geschlagen. Ein wenig überzeugender Pflichtsieg. Wir haben eine Taktik entworfen. 4-2-3-1, ganz einfach und simpel. Ich habe mir mal unsere bisherigen Auswärtsauftritte angeguckt. Dieses Jahr in der Bundesliga. DFB-Pokal, das war in Lautern eine ganz schwache Vorstellung. Und ja, in Dortmund sind wir wahrnehmbar mit der Defensivtaktik. In Bremen sind wir ebenfalls wahrnehmbar mit der Taktik, mit der wir meistens zu Hause spielen. Die dann in Regensburg funktioniert, aber Regensburg ist nicht unser Maßstab, denn die gewinnen sowieso jedes Spiel. Ja, die verlieren sowieso jedes Spiel. Ja, dann in Frankfurt unglücklich durch Maric Fehler, aber auch verdient verloren. In Wolfsburg auch nicht gut gespielt. In Stuttgart einen Punkt geholt, der okay war, wo ich sage, die Taktik hat funktioniert. In München, gut, da geht man immer unter. In Hamburg gewonnen gegen den Gegner, der da seine schlechteste Phase hatte, wo wir auch Tore größtenteils nach Standards erzielt haben von Mörschel und Bark. Ja, in Hannover wieder verloren, durch einen dummen Konter am Ende. In Leipzig einen Punkt geholt, wo wir lange mit einer anderen Taktik gespielt haben und dann mit der einzigen Chance des Spiels ein Tor schießen. Und in Mainz verloren. Und deswegen habe ich mich entschieden. So überzeugend waren die Auftritte bisher eigentlich nicht. Hallo? So überzeugend waren die Auftritte bisher nicht. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal mit dieser Taktik in Gladbach. Die sind 17. Wir sind 13. Müssen eigentlich punkten, müssen eigentlich gewinnen. Ich habe mich entschieden, Serrano, Börner, Bark, Michelin, Marcucci und Agor. Azuzi, Mörschel, Stork und Tim Kleindienst, der Torschütze des Siegtors beim letzten Mal. Diese Aufstellung will ich es heute versuchen. Mal gucken, wie dieses 4-2-3-1 funktioniert. Gladbach hat die natürlich unbedingt den Abstiegsplatz wieder verlassen wollen. Es sind im Endeffekt jetzt auch entscheidende Wochen, wenn man sich mal anguckt. Interessante Aufstellung. Wenn man sich mal anguckt, gegen wen wir jetzt so spielen in letzter Zeit. Stopp. Denn jetzt sind im Endeffekt auch die entscheidenden Wochen der Wettbewerbe. Terminplan. Wir haben gerade gegen Regensburg, jetzt ist wirklich die entscheidende Phase, wir haben gegen Regensburg gerade gewonnen. Jetzt fahren wir nach Gladbach, die sind Vorletzter. Dann geht es gegen Frankfurt, die sind 11. in einem Heimspiel. Dann noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg, die sind 9. Da ist auch was drin. Und dann Leverkusen ist wieder so ein Spiel, wo ich sage, okay, kann man verlieren. Dann kommt aber Stuttgart, die sind 14. Das heißt, wir haben 6 Spiele mit Regensburg, davon 4 zu Hause und alles gegen Konkurrenten. Demzufolge entscheidet sich jetzt, wenn wir hier viele Punkte holen, können wir einen großen Schritt Richtung Klassenhalt machen. Wenn wir hier aber ordentlich abkacken, sieht es richtig mies aus, denn dann kommt Hertha auswärts, die Bayern, Hoffenheim, und die stehen alle weit oben. Deswegen würde ich heute dafür sorgen, dass wir gewinnen. Das heißt, wenn wir heute gegen Frankfurt nochmal ein paar Punkte holen, dann ist, denke ich, noch vieles möglich diese Saison. Nice geholt. Aber heute habe ich vorhin die aufgestellt, die in die Rollen am besten passen. Wir haben die Woche Standards trainiert. Bark. Bark. Kein Tor. Der Spieler hat auf Serrano. Ja, das sind wirklich die entscheidenden Wochen. Heute ein paar Punkte holen und dann noch gegen Frankfurt. Dann noch Heimspiel gegen Wolfsburg, was ist das? Vor allen Dingen, was ist das, was Kleinis gerade gemacht hat? Jetzt bin ich hier im Kabarett. Wir legen hier los wie die Feuerwehr. Problematik, die nimmt kein Ende bei uns. Stork trifft! Mörschel auf Stork, das hat eine Tore dieses Jahr. Hier die Saison war. Bleibt doch, bis er noch gar nichts gezeigt hat.
lassen wir nicht zu und haben gute Chancen. Ich weiß noch nicht, warum die hier 5-3-2 spielen. Aber okay. Serrano flankt. Stork köpft ins verwaiste Tor. Was ist der besoffen? Jan Sommer? Spielt gar nicht Jan Sommer, meine wir Salz. Was ist den denn ausgebuddelt? Warum auch nicht? 2-0. Haben wir doch schon ein Tor geschossen, damals in Bremen. Jetzt Stock erstmal die alleinige Nummer 1, was die Tore betrifft. So eine ungewöhnliche Abschlusssituation. Warum steht da einer von dem Gegner kurz vor unserem Tor direkt? Echt, wenn der fliegt, sind wir in Überzahl. Ne, der fliegt nicht, oder? Aus die Sau. Wir führen 2-0, sind in Überzahl. Fast zu unheimlich heute. Warte, also sie. Mörschel hat 4 Tore, 5 Vorlagen, mittlerweile 6 Vorlagen. Stork hat jetzt 5 Tore. Ein 18-Jähriger ist mein Top-Torschütze. Schon sehr gut heute. Ich weiß nicht, ob der Gegner so schlecht ist, ob die Taktik wirklich so gut ist. Bisher müssen wir auch wenig Standards machen, obwohl wir das schon sehr trainiert haben. Wir haben jetzt noch nicht einige, wir sind in Überzahl. Einfach mal weiter. Volle Haut liegen.
Standards muss noch sein, oder? Glanzparade von Salz. Das wären Big Points heute. Aber ich kann nur mahnen. Manche erinnern sich vielleicht noch an die letzte Saison. Warum Führung ist öfteren wie Schall und Rauch. Verflucht. Dann muss ich nämlich trotzdem raus. Ich hab's ja bei Booster heute. So. Also dafür sorgen, wenn es heute Elfmeter gibt. Dass nicht Mörschel, dass nicht Stork schießt. Der trifft ja schon wieder. Wenn ihn flankt, Stork trifft, das gibt's ja gar nicht. 18-Jähriger entscheidet heute das Spiel. Wenn der Gegner in Unterzahl auseinanderfällt. Und der ist 18. Das gibt's ja gar nicht, wie wir hier den Gegner dominieren. Noch ein bisschen spielen. Das 67% Ballbesitz, sollten wir nicht zwischen 48 und 58% bleiben? Wir haben noch kein Auswärtsspiel zu 0 bestritten. Sind aber so überlegen. Fast unheimlich. Was ich euch gezeigt habe, eingespielt halt war übrigens auch hoch, weil es einfach eine Taktik ist, die wir so eh nicht schon länger spielen. Durch weniger Anweisungen auch weniger komplex ist für die Spieler. Ist die eingespielt halt relativ hoch. Sollte es auch jetzt sein in der Hochphase der Rückrunde. Tim Kleindienst. Aus der Distanz. 0 zu fucking 4. Zweites Tor. Haben wir bestimmt genug Tore geschossen für die nächsten paar Spiele und das wird sich bestimmt rächen. Man muss immer pessimistisch bleiben. Dazu distanzieren wir heute einen Konkurrenten. 6 Punkte und die Tordifferenz zählt ja heute doppelt. Einmal Stork, einmal Kleindienst. Unglaubliche Leistung in Gladbach.
nicht, was ich sagen soll. Unglaubliche Leistung. Einfacher Nullstock. Zur Pressekonferenz. Verdienen eine Belohnung. Du bist doch phänomenal. Park war auch gut, natürlich. Park ist immer gut. Und war denn für Frankfurt? Jetzt auch überholt und die haben ja, schon beim letzten Mal noch. So, das habt ihr aber gar nicht gesehen. Wir haben den Schalke verloren. Auftakt des Spieltags. Gucken wir mal. Hamburg hat verloren. Sehr schön. Habe ich sogar verloren, die verlieren immer. Stuttgart hat verloren. Köln jetzt bei den Bayern. Das ist die einfachste Aufgabe. Sollte Köln nicht gewinnen, haben wir mehr als 3 Punkte Vorsprung auf dem Ab, auf die Relegationsplätze, ist ein Traum. Frankfurt und Schalke können es auch noch wieder überholen. Schalke sogar mit positiver Tordifferenz. Tore sind mal in der oberen Tabellenhälfte, Gegentore sind mal. Verlieren wenig. Die Kölner verlieren wenig überraschend in Köln, in München. Nun haben wir auch gegen Regensburg und gegen Gladbach gewonnen. Gladbach war keineswegs so souverän wie heute. Führen wir die Abstiegszone wieder an. Luis Stork. Gehen wir die taktische mal gegen Frankfurt gleich nochmal. Das ist das, was ich sage, wenn man 2-3 Spiele in Folge gewinnt, kann man sich nach oben wieder absetzen. Verliert man 2-3 Spiele in Folge, geht es wieder unten rein. Dann haben wir auch noch nichts erreicht. Also in Regensburg gehen langsam die Lichter aus. Wenn ich mal später, wo wir gewinnen und die Konkurrenz nicht. Wir machen das Frankfurt-Spiel noch, wenn es nicht zu lange dauert. Jetzt haben wir halt mal wieder eine längere Folge, hatten wir lange nicht mehr. Will mich haben.
wechsle jetzt mitten in der Saison irgendwo hin. Vor allem mit sehr viel Tradition, vor allem mit sehr hohen Ambitionen. Beabsichtigen kannst du gehen. Wenn du beim aktuellen Verein zu wählen. Play endet auf jeden Fall nach der Saison, ob ich dann den Save weiterspiele, muss ich mal gucken. Aber 3 Jahre, das war früher so, da haben wir zwar 3 Staffeln zu je 3 Jahren gemacht, aber... Ob ich da nochmal was anderes Let's Playen werde, weiß ich noch nicht. Hinterher doch kommt halt dazu. Das ist doch Oblivion, oder? Ich mache das jetzt seit Mai 2015. Mit einer relativ großen Pause 2018. Schalke gewinnt in letzter Minute. Falls Bayern, denke ich mal, gegen Mainz, dann geht es um die Meisterschaft.
Toni, das habe ich beim ABG-Radio schon öfter mal gehört. Sonic the Hedgehog, Ice Cap Zone 1. Trainieren. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich meine, ich habe 29 Tore, aber ich habe verteilen hier so viele Spieler. Wieder neue schöne neue Sachen. Ja, weht, freuen die mich schon. Halten wollen so. Für den hier an. Hat er vorher so gespielt? Premier League, Ajax Amsterdam. Nummer 37 mit Transferbudget 210.000, das haben wir bisher. Gleich. Wollte ich stellen Rückfragen. Mehr Geld. Sehr schön. Mehr Gehaltsbudget. Sonst erwarten mich heute einige Überraschungen in dieser Folge. Nach dem 4-0 in Gladbach. Jetzt schon die nächste Überraschung. Martin Schmidt ersetzt in Heidenheim den vorigen Trainer Frank Schmidt. Wird dann wahrscheinlich von Roger Schmidt abgelöst. Startspieler der Woche natürlich. Thank you.
lange Simulationsperiode natürlich vor uns, weil wir erst am Sonntag spielen. Trotzdem denken wir, kriegen wir das hin. 12. gegen 13. Hätten wir jetzt noch einen Sieg holen, überspringen wir schon die 30-Punkte-Marke. Und ich bleibe dabei, wenn wir 35 Punkte holen, also mehr Punkte als wir Spiele haben, sind wir zumindest sicher in der Relegation. Dieses Jahr scheint es ein bisschen schwieriger zu sein, das zu erreichen. Dennoch bin ich optimistisch, dass das möglich ist. Köln hat inzwischen hoch, Hamburg hat inzwischen hoch, jetzt haben wir mal inzwischen hoch. Die Kruse können wir ruhig auf den Trainerlehrgang schicken. Kriege ich mehr Transfereinnahmen? Schade. Bin ich auf der Presse stecken? Bin ich entlassen? So einfach könnte ich dann meine gute Position im Verein vernichten. Spieler auf die Leihliste, wo der Transfermarkt zu ist, bis Sommer. Frage ich mich da, warum machen die das? Julien Laporte. Nee. Starke Werte auch nur bei Standards. Ist gut. Will aber natürlich nicht zu mir. Das soll anders sein. Von Torhütern habe ich das jetzt nicht. Wir müssen mal keinen mehr kaufen. Also am Dienstag ist es eigentlich eine Woche, wann ist das denn im Moment? Das ist tatsächlich englische Woche, aber dann scheint es spielfrei zu sein am Wochenende, das ist komisch. Wenn ich hier tatsächlich spielfrei, dann werden wir hier mal ein Testspiel haben, gell? Fliegen nach Brasilien. So ein Testspiel sein, kein Urlaub für die Spieler. Victoria 98 Berlin haben wir noch 1899 Berlin haben wir noch kein Testspiel. Ich immer noch Neugersdorf haben.
Pascal spielt nicht, weil Maric einfach eine richtig gute Nummer 1 ist. Vielleicht stört's auch sofort. Komm schon auf deinen Einsatz. Sag ich jetzt mal pauschal. Ich will mal gegen die Bayern spielen. Kriegen wir eh die Hucke voll. Kann das aus Wahlstein, der die Hucke voll kriegt. Zu Hause gegen Dortmund hatten wir vielleicht eine Chance. Und zu Hause gegen die Bayern. Die Bayern spielen viel statischer als Dortmund. Sie sind eigentlich nur gut gegen Gegner, die pressen. Die Bayern spielen mehr auf Ballbesitz und das können wir nicht. Gut, verteidigen. Deswegen haben wir auch gegen Leverkusen gewonnen, gegen Gladbach gewonnen. Hoffenheim gut ausgesehen, gegen Leipzig gut ausgesehen. Genau deshalb hatten wir gegen Bremen Probleme, gegen Mainz Probleme. HSV verliert erneut, das ist gut für uns. 4:1 bei der Hertha. Oh, Brewster hat gut trainiert, wird nur gleich mal loben. Mit dem hoffe ich auch noch, dass der Knoten irgendwie platzt, sogar im Kleindienst. Simulieren dauert wieder eine Weile, aber das kriegen wir alles hin. Wie gesagt, wir sollen uns immer hinten reinstellen, immer defensiv spielen, dann holen wir glaube ich nur unentschieden maximal, wenn wir uns immer hinten reinstellen gegen jeden Gegner. Auch wenn wir gerade offensiv oder mit gemäßigter Offensive 4-0 gewonnen haben, schlägt das vor, dass wir uns wieder hinten reinstellen sollen. Zumal es offensichtlich bewiesen ist, dass wir das nicht können. Wir haben uns ein paar Mal reingestellt in Bremen, sind untergegangen, in Dortmund untergegangen. München haben uns nicht hinten reingestellt und sind auch untergegangen. Aber in München war sowieso nicht viel drin. Allererste Ligaspiel vor 2,5 Jahren gegen Wien Wiesbaden. Zu Hause defensiv begonnen, verloren.
neue Taktik ist sogar viel eingespielter als das, was wir bisher haben. Ich möchte daran, dass es einfach so einfach ist. Bank 4, 2, 3, 1. Kannst du im Endeffekt mit jeder Dorftruppe spielen. System unserer Kanzlerin, ohne jede Kontur. Das habe ich doch tatsächlich in 1000 Videos, die ich gemacht habe, die erste politische Anspielung gebracht. Pauli hat Bruno Labbadia entlassen. Vielleicht wechsle ich zum 10. der 3. Liga. Ich glaube, Final Fantasy 9. Natürlich. So. Köln spielt in Leverkusen, Gladbach gegen Mainz, Stuttgart gegen Regensburg, und da müssen wir davon ausgehen, dass Stuttgart gewinnt. Ja, Gladbach wird nichts holen, hoffe ich mal, und Köln schwierig. Denk mal auch nicht. Schwarzmagier hergestellt. Haben ja bisher zu selten eine Uwe Matsu bei den 23 Songs, die bisher präsentiert wurden. Ich glaube, so 8 Mal oder so. Ne, 5 Mal, es müsste eigentlich 30, 40 Mal kommen. So, Köln holt einen Punkt. Gladbach geht richtig unter. Ja, Stuttgart gewinnt. Wenig überraschend gegen Regensburg. Die dieses Jahr einfach konkurrenzlos sind. Jetzt sind wir weiterhin 4 Punkte vor Köln. Auch 4 Punkte vor Hamburg, die auf den Relegationsplatz rutschen. Ein Punkt vor Stuttgart. Mal gucken, wenn wir gewinnen, setzen wir uns ein bisschen ab. 7 Punkte Vorsprung, wenn wir verlieren, sind es weiter 4. Frankfurt überholt uns, bei dem Punkt hat sich im Endeffekt nicht viel verändert. Schlägt die Bayern. Damit ist Mainz auch offiziell Tabellenführer. Und auch das Nachholspiel würde Mainz nicht von der Spitze verdrängen. Uns haben die Leipziger nicht einmal geschlagen in 2 Spielen.
erwarte einfach, so gut wie wir drauf sind, dass wir entweder heute oder gegen Wolfsburg gewinnen. Und dann bin ich 30-Punkte-Marke überspringen. Das wäre sehr wichtig. Und dann können wir langsam davon ausgehen, dass zumindest die Relegation erreicht werden. Nach den beiden Heimspielen geht es nach Leverkusen. Auch wenn wir da das Hinspiel gewonnen haben zu Hause. Hochverdient. Einer der besten Saisonleistungen. Das ist mir auswärts bei Top-Teams dieses Jahr doch meistens baden gegangen. Secret of Evermore. White Castle Town. Ja, lieber Xabi Alonso eingestellt statt mir. War die richtige Entscheidung. Obwohl, ich habe mich ja zurückgezogen, dadurch, dass ich das neue Gehaltsbudget bekommen habe, ja, bestimmt. Wolfsburg spielt gegen Schalke parallel. Wir können einen von denen reißen. Wir können Schalke überholen. Wolfsburg ist 7 Punkte vor uns. Ich sag mal, ich ändere gar nichts an der Startformation. Lief beim letzten Mal einfach so gut. Wir machen einfach nochmal so. Speichern wir mal schnell. Die sich einfach letzte Woche durch das 4-0 so verdient. Stork als Raumdeuter, eigentlich überhaupt nicht seine Position. Also auch mit 3 Toren. Kann auch also sie rausnehmen. Der nicht so performt hat oder Aqua. Gegen mein Motto spielen wir ohne Wechsel. Eigentlich wird bei mir immer rotiert. Affin Weiß ist fit, den setze ich mal auf die Bank. Ich will ihm irgendwann mal sein Debüt geben, dem 17-Jährigen. Meistens spielt irgendwie die Reserve gerade, der war so lange verletzt. Ich lasse dafür. Vielleicht kann Jonas David auch nicht Hause lassen. So, dass Smolinski ja Friedrich universell einsetzbar ist. Smolinski ist der einzige Rechtsverteidiger, den ich noch habe. Jetzt ist David zu Hause. Vielleicht gibt es sicher die Chance, Finn Weiß einzuwechseln. Ist dann noch jünger als Stork und so. Wir haben durch den Torwartfehler von Marco Marisch, den einzigen, den er in 2,5 Jahren gemacht hat, verloren. Letztes Mal wissen wir noch, dass eine Taktik, bei der wir viel auf den Gegner reagieren müssen. Ich spiele mit Yannick Cabra vorne. Der ist nicht ganz so schnell. Verteidigung mit Salcedo. Dicker. Spielt eh ein Dicker. Der ist relativ schnell. Oh, die verwandeln Freistoß, die Schweine, das gibt's gar nicht. Nicolas Benaldetti. Direkt verwandelt am Freistoß. Und so alles ausgeglichen. Wird natürlich schwieriger.
immer nur die Eintracht nach Standards. Wie bitte? Das kann nicht sein, die kriegen jetzt die Elfmeter. Warum gibt der jetzt Elfmeter? Nach einer Ecke. Wir kriegen ein Tor nach einem direkt verwandten Freistoß und einen Elfmeter nach einer Ecke. Natürlich Tor für Frankfurt. Mal was verändern. 0-2. Frankfurt total effektiv heute. Wir total schlecht. Was, das war aber außerhalb, Schiri. Schon wieder Videoschiedsrichter. Das war außerhalb ein Foul. Der kann natürlich den zweiten Elfmeter gegen uns geben. Videobeweis. Das ist ja gegen außerhalb der Strafenstadt. Ah, der wollte Elfmeter geben und der Videoschiedsrichter sagt ihm, es war außerhalb. Sehr schön. Der Videoschiedsrichter zum ersten Mal zu unseren Gunsten. Wenn er bei dem Foul Elfmeter geben wollte. Ist ja doch offensichtlich gekauft. Wie mein ganzes Team heute anscheinend. Wir gewinnen 4-0 in Gladbach. Liegen hier nach 30 Minuten 0-3 zurück. Die beste Saisonleistung. Wenn ich mir das hier angucke. Benedetti frei, Allaire frei. Was Omar Bark da macht, haben wir nicht auch theoretisch auch noch einen Rechtsverteidiger. Michelin kommt gar nicht hinterher. Mein Frankfurt ist gnadenlos effizient, Pfostentreffer. Louis Stork trifft erneut. Der hat 3 Tore in Gladbach getroffen, 1-3. 7. Saisontor. Ein Hoffnungsschimmer. Wahrscheinlich nicht mehr. Wir machen jetzt die Hölle heiß in der Kabine. Nichts heute. Also die Flanke in die Mitte. Was ist das für Musik dazu? Es ist traurig, als ob wir hier abgestiegen sind heute. Wir spielen zwar wie ein Absteiger, aber wir sind noch nicht abgestiegen.
Kleindienst. Riesentorwartfehler. Was macht denn der? Ist der besoffen, der Horn? Tim Kleindienst trifft. Aber das war ein Geschenk. Gibt's ja gar nicht. 2-3. Los Leute, da geht noch was. Weiß nicht, was das für ein Torwartfehler war, aber Fehler zu unseren Gunsten nehme ich immer gern mit. Kommen. Stelle ich offensiver auf. Makuchi habe ich auch genug gesehen. Da stelle ich aber Marco Friedl in die Zentrale. Jetzt Zickert mitnehmen sollen, bitte. Schon wieder Videoschiedsrichter. Abseits. Kein Abseits war. Weiß ich auch nicht weiter. Mörschel verwandelt einen Freistoß direkt 3-3 nach 0-3. Willkommen im Irrenhaus. Epische Aufholjagd des FC Energie Cottbus. Nach 0-3 macht 3-3. Glory, Halleluja. Sei das, dass wir das Spiel dann 3-4 verlieren. Alles umsonst war. Ist ja das 4-3 gegen Braunschweig zum Aufstieg nach 1-3. Und letztes Jahr ein paar Spiele, die wir 3-0 geführt haben und dann 3-3 gespielt haben. Rückstände aufholen ist eigentlich nicht unsere Kernkompetenz, nur Führung verspielen. Oder wie hier richtig schlecht verteidigen. Brewster, du stehst alleine vorm Keeper. Er steht alleine vorm Keeper. Bin ich denn bekloppt? Mein Vater, wie verteidigen die auch, die Frankfurter? Das ist, als ob die verlieren wollen. Hier kommt der Ball. Abseitslinie, völlig fehlgeschlagen, weil ein Dicker rausrückt. Brewster steht hier. Schießt. Völlig frei vom Tor. Das ist ja wie Voltmate. Stürmer, die du nur hast, damit der Gegner mehr Chancen hat. Gott. Schon kommt ein Boss bei Final Fantasy 9. So. Ich gebe den Weißwort sein Debüt, ist egal wie steht. Er spielt jetzt mal. Malle ist nur einmal im Jahr. Das war die Chance für Brewster. Kann man es noch verlieren? Dann raste ich hier völlig aus. Was der Brewster schon wieder für Pässe spielt? Kleindienst trifft! 4-3 nach 0-3. Tim, der fucking Kleindienst. Mit dem Außenriss vor allen Dingen. Was ist das denn für eine coole Sau? Wir haben 0-3 zurückgelegen. 0-3. 0-3. Wir führen.
Aufholjagd des Jahrhunderts. Vielleicht sogar des Jahrzehnts. Andersrum. Wie auch immer. Kiri. Bernard, bist du besoffen? So, Freunde. Konzentrieren wir uns alle mal ein bisschen. Konter. Überzahlkonter. Brewster schläft schon wieder. Oh. Brewster, vergibst die 1000%ige Chance. Und jetzt ein Konter, Überzahl, spielst du weg. Pfeift den da, der Schiri. Weiß es gleich drin. Sehr schön, Wag. Jetzt zeigt das Team den Einsatz, den es vorhin in der ersten Halbzeit nicht gezeigt hat. Und Maric hat ihn. Gott sei Dank. Marco Maric. Forever number one. Thierry, wipe ab! Schlag das Ding weg. Sehr schön. Schön den Ballschuss geholt. Thierry pfeift dieses epische Spiel ab. Nachspieler ist abgelaufen. Ja! Wir haben das Ding gewonnen. 0-3 zurückgelegt. Gewinn am Ende 4-3. Unglaubliches Resultat. Tim Klein jetzt mit dem 4-3. Jetzt schon Gold wert seine Verpflichtung. Unglaublich. Hier machen wir mal Schluss. Wir haben jetzt schon überzogen. Beim nächsten Mal kommt dann Wolfsburg. Wir haben 3 Siege in Folge, 31 Punkte. Was will man mehr? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.